Wie ihr sicherlich wisst, war ich vor einiger Zeit in Berlin bei Anki Overdrive, weil ich mal wieder etwas Geld gebraucht habe. Ich meine natürlich, weil Max so süß ist. Wie dem auch sei, eines Tages komme ich nach Hause und sehe diesen Bär vom Paket in meinem Zimmer stehen. Nach einigen unglaublich professionellen Auspackoperationen hatte ich zwei Ergebnisse. Ein paar brauchbare Streckenteile. Wow. Und einen riesen Berg aus Kartons. Ich nannte ihn Fred. Er war immerhin so groß, da braucht er einen Namen. Okay, genug jetzt von Fred. Jetzt zur Frage, was ist Anki Overdrive überhaupt? Man hat eine Menge Streckenteile, welche sich magnetisch zusammensetzen lassen, biegsam sind und deiner Kreativität freien Lauf lassen. Wie wir es schon beim Event damals gemacht haben und ich auch jetzt gemacht habe, kannst du deine Strecke komplett freigeschalten und du kannst sie sogar über zum Beispiel einen Fred bauen. Wenn deine Wunschstrecke einmal steht, musst du nur noch die beigelegten Autos aufladen und auf die Strecke setzen. Den Rest erledigt dann die App. Wenn man dann den Scan startet, dann fahren die Autos deine Strecke ab, um den Weg zu lernen. Dir sind wie gesagt keinerlei Grenzen gesetzt. Okay, vielleicht doch ein Sprung wie dieser hier. Oder auch eine Katze. Oder auch so ein Sprung. Aber wenn die Autos deine Strecke mal geschafft haben, dann nehmen sie auch direkt ihre Startpositionen an. Ab jetzt kann das Rennen beginnen. Die Autos bleiben von selbst auf der Bahn. Du kannst aber die Geschwindigkeit auf der App kontrollieren und den anderen Autos mit deinen Fähigkeiten Schaden zufügen. Der Kreis, den du auf der App siehst, sind deine Lebenspunkte. Wenn sie auf 0 fahren, dann kannst du dich für kurze Zeit nicht mehr bewegen. Es gibt viele Modi. Auf dem Event zum Beispiel haben wir ein Turnier gespielt und anschließend auch ein Deathmatch. Man kann außerdem gegen KI spielen, so wie ich das zu Hause gemacht habe. Also selbst wenn ihr alleine seid, könnt ihr weiterspielen. Und das, was ihr hier gerade in dem Video gesehen habt, ist einfach ein Race, wer zuerst 15 Runden hat. Man kann allerdings in jeder Disziplin seinen Gegner mit den Fähigkeiten Schaden zufügen und somit seinen Vorsprung ausbauen. So, das war mein kleines Video zu Anki Overdrive. Ein ganz anderes Video, als ich sonst eigentlich immer mache, aber ich habe mir gedacht, ich kann das mal so versuchen, so professionell, redaktionell rüberzubringen. Ihr könnt mir dann schreiben, ob euch das gefallen hat oder nicht, wie ich das machen soll in Zukunft. Und zu der Frage, weil die sowieso kommen wird, ja, das ist eine bezahlte Produktplatzierung, ich habe dafür Geld bekommen, aber wenn ich so etwas mache, dann stehe ich trotzdem mit 100% hinter so einem Produkt. Anki Overdrive ist nämlich ein echt cooles Spiel. Man hat einfach das kreative Element von dem Bauen im Real Life. Man kann das überall hinsetzen, wo man Bock drauf hat. Und man kann das Ganze dann mit seinen Freunden oder gegen seine Freunde spielen. Das ist fast schon so wie Mario Kart, nur dass man es nicht auf der Wii U spielt, sondern auf seinem Boden oder auf seinen Rucksäcken oder auf seiner Couch. Dem sind echt fast keine Grenzen gesetzt. Und ich finde es einfach mega cool. Und deswegen habe ich mich auf die Kooperation mit denen eingelassen. Falls ihr mittlerweile selbst daran interessiert seid, euch das mal anzuschauen, findet ihr eine einen Link zu dem Ganzen in der Beschreibung. Gut, das war's dann mit dem Video. Normalerweise kommt ja am Sonntag nichts, aber das ist jetzt mal eine Ausnahme, beziehungsweise vielleicht werde ich öfter am Sonntag was bringen. Mal schauen.